Dieses Kapitel wird Ihnen präsentiert von Vom Europäischen Rat zu unterscheiden ist daher der Rat. Dieser setzt sich nämlich im Prinzip und vereinfacht gesagt aus den jeweiligen Fachministern der Mitgliedstaaten zusammen. Insgesamt tritt also der Rat, das Organrat, in 10 verschiedenen Formationen auf. Von den bekanntesten sind also der Außenministerrat, der Finanzministerrat, der berühmte ECOFIN, der Agrarrat und andere. Aber es ist immer dasselbe Organrat. In Ausnahmefällen kann ein Mitgliedstaat, der föderal organisiert ist, auch zum Beispiel im Fall Österreichs, durch einen Landeshauptmann vertreten sein, wenn die Angelegenheit, die im Rat erörtert wird, in die Zuständigkeit der Bundesländer fällt. Die Arbeiten des Rates werden vom Ausschuss der ständigen Vertreter vorbereitet. Das sind die Botschafter der einzelnen Mitgliedstaaten bei der Europäischen Union. Und wenn in diesem Ausschuss Einvernehmen über eine bestimmte Angelegenheit gefunden wird, dann diskutiert der Rat darüber nicht mehr, sondern stimmt einfach darüber ab. Auch der Rat hat 4 zentrale Aufgaben. Er ist, wie wir schon gehört haben, gemeinsam mit dem Parlament Gesetzgeber und übt mit dem Parlament die Haushaltsbefugnisse aus. Der Rat legt aber auch die Politik der Union weitgehend fest und er hat in verschiedenen Bereichen Koordinierungsfunktionen. Man kann sagen, dass der Rat jenes Organ ist, das die Interessen der Mitgliedstaaten wahrnimmt. Die Beschlussfassung im Rat ist nun so gestaltet, dass zwar natürlich das politische, das ökonomische Gewicht, die Größe der Bevölkerung eines Mitgliedstaats eine wichtige Rolle spielen, aber den kleineren und mittleren Mitgliedstaaten der Union kommt relativ höheres Gewicht zu in der Beschlussfassung, als ihnen nach der Größe allein zustünde. Das war auch ein wichtiger Teil des Konsenses am Beginn der Errichtung dieser europäischen Gemeinschaft seinerzeit. In der Regel versucht man im Rat eine Lösung im Konsens zu finden, aber als Abstimmungsregel ist die qualifizierte Mehrheit vorgesehen. Bis zum Vertrag von Lissabon hieß das, dass jeder Mitgliedstaat eine bestimmte Anzahl von Stimmen nach den Verträgen hatte und diese Stimmen dann im Rat sozusagen gewogen und zusammengezählt wurden. Und wenn eine bestimmte Anzahl von Stimmen einer bestimmten Anzahl von Mitgliedstaaten erreicht war, dann war eben eine qualifizierte Mehrheit gegeben. Dieses relativ komplexe System wird mit Lissabon geändert. Nunmehr sind für diese qualifizierte Mehrheit mindestens 55% der Mitglieder des Rates erforderlich. Und zwar mindestens 5 Mitgliedstaaten, die wiederum mindestens 65% der Bevölkerung der Union repräsentieren müssen. Und für eine sogenannte Sperrminorität sind mindestens 4 Mitglieder des Rates erforderlich. Die Kommission ist jenes Organ in diesem gesamten System, die Interessen der gesamten Union wahrzunehmen hat. Sie umfasst derzeit 28 Mitglieder. Die schon mehrfach angestrebte Reduktion der Zahl der Mitglieder konnte bisher politisch nicht durchgesetzt werden. Die Bestellung der Kommissionsmitglieder erfolgt nach einem Verfahren, das im Artikel 17 festgelegt ist und im Prinzip wie folgt abläuft. Zunächst schlägt der Europäische Rat, also die Versammlung der Staats- und Regierungschefs im Wesentlichen, einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten vor, wobei der Europäische Rat nach dem Vertrag von Lissabon das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament berücksichtigen soll. Dieser vom Europäischen Rat vorgeschlagene Kandidat wird dann vom Europäischen Parlament gewählt und dieser gewählte Präsident erstellt dann zusammen mit dem Rat eine Liste der weiteren Mitglieder der Kommission und dazu bekommt der gewählte Kommissionspräsident Vorschläge aus den Mitgliedstaaten, von den Regierungen der Mitgliedstaaten. Und dann stellen sich der gewählte Präsident, der hohe Vertreter, der auch der Kommission angehört, und die übrigen Mitglieder der Kommission als Gesamtkollegium
dem Votum des Europäischen Parlaments. Und bevor es soweit kommt, werden alle Kommissionsmitglieder in öffentlichen Hearings von den Abgeordneten auf ihre fachliche Qualifikation hin abgeklopft. Die Kommission muss also die Interessen der Union wahrnehmen und daher ist es klar, dass von ihren Mitgliedern vollkommene Unabhängigkeit verlangt wird und sie natürlich auch keine Weisungen entgegennehmen dürfen. Sie sind gegenüber dem Parlament politisch verantwortlich. Sie können aber auch, wenn sie sich gewisses Fehlverhalten zu Schulden kommen lassen, vom Europäischen Gerichtshof ihres Amtes enthoben werden. Was tut die Kommission konkret? Sie hat, wie es heißt, die allgemeinen Interessen der Union zu fördern und geeignete Initiativen zu diesem Zweck zu ergreifen. Und dieses Initiativrecht ist das wichtigste Recht der Kommission, das sie eben in völliger Unabhängigkeit ausübt. Es gibt also im Grunde genommen im Kernbereich der Union keine Gesetzesinitiativen, die nicht ihren Ausgangspunkt in einem Vorschlag der Kommission genommen haben. Die zweite wichtige Funktion, und darin ist die Kommission auch den Bürgern in der Regel bekannt, ist die, dass die Union überwacht, ob die Mitgliedstaaten das Unionsrecht einhalten. Und wenn sie das nicht tun, dann ist es die Kommission, unter Umständen auch ein anderer Staat, aber in der Regel die Kommission, die diesen Mitgliedstaat vor den Europäischen Gerichtshof bringt für ein Verfahren und dort wird dann unter Umständen eben die Vertragsverletzung festgestellt. Außerdem ist die Kommission jenes Organ, die den Haushalt durchführt. Das heißt, jedes Geld, das in die Mitgliedstaaten oder in Projekte fließt, läuft über die Kommission und muss mit der Kommission abgerechnet werden. Und daher ist natürlich die Kommission auch in der Regel sozusagen der natürliche Feind aller Subventionsempfänger. In manchen Bereichen ist die Union auch Vollzugsorgan, also zum Beispiel im Wettbewerbsrecht, im Beihilfenrecht, auch im Außenhandelsrecht vollzieht die Kommission selbst Unionsrecht. In der meisten, größten Zahl der Fälle aber erfolgt der Vollzug des Unionsrechts durch die Behörden und durch die Gerichte der Mitgliedstaaten. Es wurde schon kurz erwähnt, der hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Diese Einrichtung hat einen sogenannten Doppelhut, das heißt, der hohe Vertreter ist einerseits Mitglied der Kommission und einer ihrer Vizepräsidenten und gleichzeitig ist der hohe Vertreter derjenige, der eben zur Formulierung der Außen- und Sicherheitspolitik beiträgt und sie im Auftrag des Rates auch durchführt und dabei vom neuen Europäischen Auswärtigen Dienst unterstützt wird. Durch diese doppelte Verankerung quasi bei den Mitgliedstaaten mit der Außenpolitik und in der Kommission hofft man, die Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union zu erhöhen und damit auch ihre Effizienz. Aber noch einmal, der Hohe Vertreter ist im formellen Sinn kein Organ der Europäischen Union. Ein ganz zentrales Organ der Union seit ihrem Beginn, seit Beginn der Gemeinschaften, ist der Gerichtshof. Das hängt damit zusammen, dass die Europäische Union eine Rechtsgemeinschaft ist. Was heißt das? Das heißt zunächst, dass sie nur dann tätig werden darf und nur insoweit, als die Verträge der Gemeinschaft der Union diese Befugnis einräumen. Das heißt, jedes Handeln braucht eine konkrete rechtliche Grundlage. Zum Zweiten, wenn die Union mit Wirkung für Dritte, also für Einzelpersonen, für Mitgliedstaaten, auch für Drittstaaten handeln möchte, muss sie das in Form von Rechtsinstrumenten tun. Und drittens und vor allem, und damit sind wir beim Gerichtshof, unterliegt dieses Handeln der Organe der Union einer Rechtmäßigkeitskontrolle durch den Gerichtshof, durch die sogenannte Nichtigkeitsklage. Der Gerichtshof selbst, das Organ heißt Gerichtshof der Europäischen Union, umfasst aber drei Spruchkörper, nämlich den Gerichtshof, das Gericht und das Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union. Das ist ein bisschen verwirrend, aber es bedeutet eine gewisse interne Aufgabenverteilung des einen Organs, Gerichtshof der Europäischen Union. Aber nicht zu vergessen, auch die Gerichte der Mitgliedstaaten fungieren als Unionsgerichte, weil sie ja in der weitaus überwiegenden Zahl vergleichen mit dem EuGH Unionsrecht anwenden müssen und können. Es gibt aber nicht
so etwas wie einen Instanzenzug. Das heißt, wenn ein österreichisches Gericht endgültig entschieden hat, dann gibt es von dort keinen Instanzenzug an den Europäischen Gerichtshof. Das ist zum Beispiel anders im Menschenrechtsbereich, wo es eben sehr wohl die Möglichkeit gibt, ein höchstgerichtliches Urteil in Österreich durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg überprüfen zu lassen. Die konkreten Aufgaben des Gerichtshofs sind in Artikel 19 EUV sehr knapp, aber doch eigentlich umfassend und prägnant beschrieben. Ich zitiere: Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. Wie macht er das? Auf der Grundlage verschiedener und im Rahmen verschiedener Verfahren. Die wichtigsten davon sind das Vertragsverletzungsverfahren, das ich schon erwähnt habe. Das heißt, auf die Klage der Kommission oder eines Mitgliedstaates hin stellt der Gerichtshof fest, ob ein Mitgliedstaat Unionsrecht verletzt hat oder nicht. Und wenn er das feststellt, dann muss eben der Mitgliedstaat die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um diesem Urteil zu entsprechen. Aber der Gerichtshof hat nicht die Möglichkeit, in das nationale Recht einzugreifen und zum Beispiel eine Rechtsvorschrift aufzuheben oder abzuändern. Also der Gerichtshof hat keine, wie wir sagen, Jurisdiktion für das nationale Recht der Mitgliedstaaten. Anders sieht es aus bei der sogenannten Nichtigkeitsklage. Bei dieser Nichtigkeitsklage geht es also darum, dass ein Organ oder auch ein Mitgliedstaat, unter Umständen auch eine Einzelperson, vor dem Gerichtshof klagen kann mit der Behauptung, dass ein Rechtsakt der Union gegen das Unionsrecht verstoße. Also dass ein Organ oder mehrere Organe im Zusammenwirken mit dem Beschluss über einen Rechtsakt das Unionsrecht verletzt haben. Diese Verletzung kann darin bestehen, dass zum Beispiel unzuständige Organe tätig wurden oder dass wesentliche Formvorschriften verletzt wurden, dass der zugrunde liegende Vertrag verletzt wurde oder ein Organ sein Ermessen dabei missbraucht hat. Eine besondere Verfahrensart, die aber keine eigentliche Klage ist, ist das sogenannte Vorabentscheidungsverfahren. Dabei geht es darum, dass innerstaatliche Gerichte, die ja immer wieder Unionsrecht anzuwenden haben, die Möglichkeit haben, den Europäischen Gerichtshof zu befragen, wie denn eine bestimmte Vorschrift des Unionsrechts auszulegen sei, beziehungsweise ob diese Vorschrift gültig ist. Das heißt, die mitgliedstaatlichen Gerichte wenden das Unionsrecht an, aber wenn sie Zweifel an der Auslegung oder Gültigkeit haben, dann richten Sie an den Europäischen Gerichtshof entsprechende Fragen. Der Gerichtshof beantwortet diese Fragen und auf der Basis dieser Antworten entscheiden dann die nationalen Gerichte den nationalen Rechtsstreit. Das ist also ein Antragsrecht, das nur den Gerichten zukommt, aber nicht den Parteien im Verfahren. Und der Sinn des Verfahrens besteht eben darin, dass es am Ende dieser Gerichtspyramide ein Gericht geben muss, das endgültig und einheitlich für alle darüber entscheidet, ob eine Norm des Unionsrechts gültig ist und wenn ja, wie sie auszulegen ist. Zwei weitere wichtige Hauptorgane der Union sind noch die Europäische Zentralbank und der Europäische Rechnungshof. Der Europäische Rechnungshof nimmt also jene Aufgaben wahr, die typischerweise ein Rechnungshof eben hat. Also er prüft die Einnahmen und Ausgaben der Union, die Recht und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben und zum Beispiel auch die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Im öffentlichen Bewusstsein natürlich sehr viel stärker präsent ist die Europäische Zentralbank, die eben zusammen mit den nationalen Zentralbanken das sogenannte europäische System der Zentralbanken bildet. Dieses System, soweit es die Euro-Staaten betrifft, bildet das Euro-System und dieses System betreibt eben die europäische Währungspolitik. Die EZB ist selbstverständlich auch ein unabhängiges Organ bei der Ausübung ihrer Befugnisse und der Verwaltung ihrer Mittel. Ihre Aufgaben sind primär nach der Entscheidung der Vertragsväter die Gewährleistung der Preisstabilität, die Festlegung und Ausführung der Geldpolitik der Union, die EZB hält die Währungsreserven der Mitgliedstaaten und sie fördert das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme. Schließlich hat auch die EZB allein das Recht, die Ausgabe von Euro zu genehmigen.